Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte eine neue Reihe, kleine Reihe starten mit eigentlich kurzen Videos. Das klappt jetzt dieses Mal schon nicht so ganz. Die anderen sind dann kürzer. Also es ist auf jeden Fall das geplant, dass die eher kürzer ausfallen, die Videos. Nämlich Ben war Baumarkt. Und der Hintergrund ist folgender: Ich gehe immer mal wieder gerne zwischendurch in den Baumarkt und guck mal, was es da gerade an neuem Kram gibt, den man eventuell für irgendwelchen Outdoor-Schwachsinn brauchen kann. Also meistens läuft es darauf hinaus, dass es was zum Anzünden und was zum Drunterlegen meistens darstellt, weil die haben ja jede erdenkliche Form von Plane und die haben auch jede Menge Zubehör zu Kamin, Grill und ähnlichem Zeug anzünden. Und all sowas kann man natürlich auch draußen brauchen. Und meistens läuft es auf sowas hinaus, was ich dann im Baumarkt finde, wenn ich da suchen bin. Ich habe diesmal aber auch noch eine andere Sache gefunden. Und teilweise gibt es ja auch noch die beliebten Mora-Messer aus dem Baumarkt. Die gibt es ja auch noch. Komme ich gerade dran? Nee, ist zu weit weg. Müsste ich aufstehen. Mache ich jetzt nicht. Und diesmal habe ich unter anderem gefunden. So Zunder. Zunderlocken, ja, Feuerlocken. In diesem Fall heißen sie Feuerlocken. Registered Trademark hier mit R. Ne? Also den Begriff darf man nicht klauen. Darf man nicht sein eigenes Produkt auch Feuerlocken nennen. So, was ist das? Das ist im Prinzip lange Holzspänchen, Holzfäden eher aufgewickelt und mit diversen Wachsen übergossen. Welche Wachse das genau sind, steht hier nicht drauf. Soll eine Mischung verschiedener Wachse sein. Und das Ganze soll sogar handgemacht sein. Also zumindest diese Späne hier, die hier dranhängen, die sollen wohl handgespannt. Vermutlich dauert das aber auch gefühlte 7 Sekunden, um davon 8 Milliarden davon herzustellen. Aber ja, da steht halt irgendjemand hinter der Maschine, damit das gemacht wird. Scheinbar. Gut, so viel zum leicht höhnischen, spottischen, zu der Produktbeschreibung, die hier hinten drauf steht. Schön ist auf jeden Fall bei den Teilen, weshalb ich die gekauft habe und nicht irgendwelche billigen. Kriegt man bestimmt in jedem Baumarkt und wahrscheinlich gibt es die auch noch in 5 Supermarktketten auch noch zu kriegen und was weiß ich. Und im Internet gibt es die auch in 26 verschiedenen Ausführungen, vermute ich jetzt mal. Habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber ist ja fast immer so, ne? Aber bei diesen finde ich jetzt primär schön, dass die hier sogar ein FSC 100% Siegel haben. Das bedeutet, sämtliches Holz, was hier verwendet wird, stammt aus vorbildlich nachhaltiger Forstwirtschaft. Das FSC-Siegel, da mache ich noch ein eigenes Video zu demnächst. Das ist kein rundum glücklich, alles ist hier großartig und die Holzfäller tanzen erst eine Runde im Kreis um den Baum und wedeln mit Girlanden, bevor sie ihn fällen. Ganz so extrem ist es auch nicht. Das ist so vergleichbar mit diesen ganzen Bio-Siegeln. Ne? Das ist gut. Bio-Lebensmittel kaufen ist immer besser als konventionelles Zeug. Schon okay, alles, aber auch das ist nicht nur Licht, sondern hat auch noch eine dunkle Seite. Demnächst ins Kino gehen, ich werde. Nur mal kurz als kleine Anspielung. So, und das bedeutet, grundsätzlich, wenn du Holz kaufst und du hast die Wahl zwischen was, wo so ein Siegel drauf ist und was, wo das nicht drauf ist, dann würde ich empfehlen, nimm das mit Siegel, ist in jedem Fall besser. Beziehungsweise da ist das Bessersein garantiert. Es kann auch sein, dass man genauso gutes Holz bei dem anderen Ding kriegt. Es kann aber auch sein, dass es irgendwelches aus Sklavenarbeit in Papua-Neuguinea gewonnenes Holz ist. Das geht auch. Und das Risiko möchte ich jetzt persönlich nicht eingehen. Und das Beispiel mit Papua-Neuguinea ist gar nicht mal so bescheuert. Das könnte nämlich sogar wirklich sein. Noch wahrscheinlicher ist zum Beispiel Burma, beziehungsweise Myanmar, wie es ja neuerdings heißt. Oder andersrum. Hieß es früher Myanmar und heißt jetzt Burma? Ich weiß es gerade nicht. Beide Namen sind hoffentlich ein Begriff. Also das ist zum Beispiel so ein Land, da wird ganz viel Raubbau am Wald betrieben. Durch die Chinesen, die kommen rüber, holen sich den Wald im Ausland, lassen ihren eigenen stehen und fahren dann quasi wieder zurück. Das zum Hintergrund. Was macht man jetzt damit? Man zündet sie an. Und dazu war ich auch im Wald und wollte das gesamte Video eigentlich im Wald drehen. Das Dumme ist nur, dass zurzeit das Wetter so unbeständig ist, dass mich dann im Wald eine ziemliche Schlechtwetteraktion
sag ich jetzt mal, mehr oder weniger überrascht hat. Und dann musste ich bei der nächsten Hütte Schutz suchen und habe dann da auch nicht mehr allzu viele Möglichkeiten gehabt, mit dem Zeug zu hantieren und musste meine Testversuche ein bisschen einschränken, habe aber trotzdem noch was zustande bekommen. Und das seht ihr dann im Video. Allerdings nur mit nachträglich aufgesprochenem Kommentar meinerseits, weil es war da so windig, dass man kein Wort versteht, weil die Kamera, das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Also ich habe es versucht zuerst und dann fehlt zwischendrin die Hälfte und das ist einfach blöd, das machen wir nicht, das machen wir mit drüber quatschen und ich wollte sowieso noch ein paar Teile dazu erzählen, wie die Dinger eigentlich heißen, wie die Packung aussieht und wo man die findet. Bauhaus. Nein, das ist nicht wirklich Werbung. Ich habe mir das Zeug selbstständig gekauft in diesem besagten Baumarkt, den ich jetzt nicht nochmal wiederholen möchte und ich habe da keine Kooperation mit denen, also es ist immer noch keine Werbesendung. Ich muss das Video immer noch nicht entsprechend kennzeichnen. So, dann noch ein kleiner Hinweis zu dem, was dann im Wald zu sehen ist. Ich habe da mal so ein Ding hier ausprobiert. Das sind meine Teesticks, die ich vor kürzerer Zeit mal erfunden habe. Ich behaupte, ich habe sie erfunden, weil ich meine, in der Form gibt es die sonst, habe ich sie noch nicht gesehen auf YouTube. Was es allerdings gibt, ist was sehr Ähnliches, nur dass das hier dann nicht Teeextrakt ist, sondern Kaffee. Und damit, da habe ich es abgeschaut. Und konkret habe ich es, glaube ich, beim Tactical abgeschaut. Ich habe es inzwischen noch an diversen anderen Stellen gesehen, aber ich glaube beim Tactical zum ersten Mal. Und das ist im Prinzip eine Röhrle mit ein bisschen Milchpulver. Das sitzt ungefähr hier. Zucker und halt wie gesagt noch ein bisschen Teeextrakt. Jetzt ist Teeextrakt nicht unbedingt für einen Teetrinker der beste Tee überhaupt, was ich aber haben wollte, weil schnell und einfach und gut in die Hosentasche steckbar und ins Survival-Kit packbar, ist halt so ein rundum sorglos Päckchen, klein verpackbar, nach Möglichkeit noch wasserdicht und unkompliziert. Und das habe ich hiermit. Und da habe ich jetzt mal eins ausprobiert und ich kann das Fazit, glaube ich, auch schon mal vorwegnehmen. Da gehört mehr Milchpulver rein. Die Milchpulverkomponente ist ein bisschen zu gering. Das ist gedacht für so 250 Milliliter Wasser. Entsprechend habe ich hier auch das Teezeug abgemessen. Und was ist das? Das ist ein Strohhalm, den man dann mit der Zange zuklammert und mit dem Feuerzeug abflammt. Dann schweißt sich das hier so zu. Und auf der anderen Seite macht man das Gleiche, nachdem man den Inhalt reingekippt hat. Wichtig, nicht andersrum. So, und das wollte ich nur noch schnell dazu sagen und dann werde ich hier jetzt das Action in Anführungszeichen Bildmaterial einschneiden. Ja, und dann zünden wir die Teile mal an und da ich ein bisschen gefroren habe, habe ich gedacht, ich cheate mal ein bisschen. Muss auch mal sein. Die Dinger haben eine Brenndauer von circa 5 bis 8 Minuten, so irgendwas um den Dreh. Die großen brennen vielleicht teilweise noch ein bisschen länger. Gegen Ende brennen sie halt nicht mehr besonders toll, aber sie brennen noch. Also die reichen locker, um jedes Feuer dieser Welt anzuzünden, eine. Man kann sie aber halt eben auch, wie ich jetzt es jetzt mache, als in die Hosentasche steck und mitnehmen. Brandmaterial, also Füllmaterial für den Robokocher prima verwenden. So, und dann habe ich nochmal versucht, einen mit Firesteel anzuzünden. Dafür scheint es mir ganz sinnvoll zu sein, die so ein bisschen aufzuwickeln. Dann entsteht da quasi so eine kleine Art Tasche in Anführungszeichen. Und wenn man da dann eben halbwegs vernünftig einen Funken reinbekommt, was jetzt nicht so einfach ist, ehrlich gesagt, aber ich habe auch sehr kalte Hände. Das ist natürlich etwas einfacher, wenn die nicht sehr kalt sind. Aber dann brennen die auch. Gleich habe ich es. Ja, gleich. Ja, noch nicht. Das war jetzt nochmal ein anderer Versuch, ob es vielleicht besser geht, wenn man damit mehr Schmack jetzt versucht, aber nein. 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 Wie gesagt, ist gar nicht so einfach. Und jetzt nochmal die Variante mit ein bisschen was abmachen. Und dann funktioniert es.
Advent, Advent. Ja, und das ist halt eben dieser T-Stick, den ich euch da eben schon gezeigt hatte, also im Keller. In der Zukunft eigentlich, weil die Szene ist gedreht vor der Szene im Keller. Sehr, sehr verwirrend das. Und das Schöne ist halt, man hat dann quasi mit dem Röhrchen, wenn es leer ist, automatisch auch noch gleich was zum Umrühren. Geht auch ganz gut raus, wenn man da ein bisschen auf dem Röhrchen rumdrückt, ist das kein Problem, den Inhalt rauszubekommen.